Man erwägt die Funktion f von x gleich ln von x Quadrat plus Beta Quadrat geteilt durch x, bei der Beta streng positiv einen reellen Parameter darstellt. Mit Diskussion bezüglich des Wertes von Beta, falls nötig, klein a bestimme den Definitionsbereich von f. Klein b bestimme die eventuellen Nullstellen von f. Klein c bestimme die eventuellen Asymptoten seines Graphen. Klein d untersuche Steigung und Gefälle von f und charakterisiere die eventuellen Extrema. Klein e skizziere die Grafik von f, indem du die Merkmale hierüber berücksichtigst. In klein a wird der Definitionsbereich dieser Funktion gefragt. Da der natürliche Logarithmus nur auf streng positive Zahlen wirkt, muss dieser Bruch streng positiv sein. Sein Zähler ist streng positiv, also muss der Nenner x streng positiv sein und daher ist der Definitionsbereich dieser Funktion R0 plus. In klein b werden die eventuellen Schnittpunkte des Graphen von f mit der x-Achse gefragt. Um solche Schnittpunkte zu finden, löst man immer die Gleichung f von x gleich 0. Der natürliche Logarithmus einer Zahl ist gleich 0, dann und genau dann, wenn diese Zahl 1 ist. Der natürliche Logarithmus wird nur bei 1 0. Diese Gleichung führt sofort zu dieser Gleichung zweiten Grades in x, deren Diskriminante 1 minus 4 Beta Quadrat ist. Und von dieser Diskriminante Delta müssen wir jetzt eine Zeichenstudie machen. Daher diese Zeichentabelle. Dieses Binom wird 0 bei minus ein halbes und bei ein halbes. Außerhalb dieser zwei Nullen schreiben wir das Vorzeichen der Vorzahl von Beta Quadrat, also Minus, und zwischen den zwei Nullen entgegengesetzt. Von dieser Tabelle brauchen wir diesen schraffierten Teil nicht zu berücksichtigen, weil Beta streng positiv sein muss. Wir berücksichtigen also nur diesen Teil und erkennen drei Fälle. Entweder Beta liegt streng zwischen 0 und ein halbes, dann ist Delta streng positiv. Oder Beta ist gleich ein halbes, dann ist Delta gleich 0. Oder Beta ist streng größer als ein halbes, dann ist Delta streng negativ. Wir haben also diese drei Fälle zu unterscheiden. Wenn Delta streng positiv ist, dann hat diese Gleichung zwei Lösungen. Also schneidet der Graph von f die x-Achse in zwei Punkten. Da sind sie. Wenn Delta gleich 0 ist, dann hat diese Gleichung eine einzige Lösung. Also schneidet der Graph von f die x-Achse in diesen einzigen Punkt. Und wenn Delta streng negativ ist, dann hat diese Gleichung zweiten Grades keine Lösung. Das heißt, der Schnitt vom Graphen von f mit der x-Achse, das ist dann die leere Menge. In klein c werden die eventuellen Asymptoten dieser Funktion gefragt. Beginnen wir mit vertikaler Asymptote. Da der Definitionsbereich dieser Funktion R0 plus ist, rechnen wir den Grenzwert bei 0 plus von diesem f von x. Dieser Grenzwert führt sofort zu diesem da, weil der erste Term im Zähler gleich 0 wird. Hier haben wir als Grenzwert eine konstante Zahl verschieden von 0 geteilt durch 0. Das ergibt unendlich. Aber welche Unendlichkeit? Beta im Quadrat ist streng positiv, x ist es ebenfalls, also ist dieser Bruch streng positiv und strebt gegen unendlich. Dann kann der nur gegen plus unendlich streben und ln von plus unendlich, das macht plus unendlich. Da wir bei 0 plus einen unendlichen Grenzwert für f finden, hat diese Funktion eine vertikale Asymptote bei 0 plus, deren Gleichung also ist x gleich 0. Bei 0 minus ist die Funktion gar nicht definiert. Jetzt horizontale Asymptoten. Wir suchen zuerst den Grenzwert bei plus unendlich von f von x. Also zuerst den Grenzwert bei plus unendlich von diesem Bruch zweier Polynome. Und da der Grad oben größer ist als unten,
wird dieser Bruch unendlich. Aber welche Unendlichkeit? X Quadrat plus Beta Quadrat ist streng positiv und x ist ebenfalls streng positiv. Also ist dieser Bruch immer streng positiv und strebt gegen unendlich, also strebt er gegen plus unendlich und ln von plus unendlich, das macht plus unendlich. Um eine horizontale Asymptote zu finden, hätten wir hier eine Zahl finden müssen. Es ist aber keine Zahl, also hat diese Funktion keine horizontale Asymptote bei plus unendlich. Bei minus unendlich brauchen wir das nicht zu überprüfen, denn da ist die Funktion nicht definiert. Kommen wir jetzt zu schrägen Asymptoten und dazu rechnet man den Grenzwert bei plus unendlich von f von x geteilt durch x. Dieser Grenzwert führt sofort zu dieser Unbestimmtheit unendlich geteilt durch unendlich. Diese Unbestimmtheit können wir beheben durch den Lehrsatz von de L'Hôpital, der besagt, um diesen Grenzwert zu berechnen, reicht es, den Grenzwert bei plus unendlich zu berechnen von Ableitung des Zählers geteilt durch Ableitung des Nenners. Die Ableitung des Nenners, das ist 1, und die Ableitung des Zählers, das ist ein ln von einem f von x. Dazu rechnet man f' von x geteilt durch dieses f von x. Jetzt müssen wir noch f' von x berechnen. Hier sehen wir f auf g', das macht f' mal g minus f mal g' geteilt durch g². Also, jetzt müssen wir diesen Grenzwert berechnen und der Grenzwert von diesem komplizierten Bruch führt sofort zum Grenzwert von diesem Produkt. Hier können wir noch durch x kürzen und dann führt das zum Grenzwert von diesem Bruch und das ist der Grenzwert bei unendlich von einem Bruch zweier Polynome und der Grad oben ist streng kleiner als unten. Also ist dieser Grenzwert automatisch 0. Aber wenn man den Grenzwert von f von x geteilt durch x berechnet und eine Zahl findet, dann ist diese Zahl automatisch der Steigungsfaktor der schrägen Asymptote. Aber wenn der Steigungsfaktor einer Gerade 0 ist, dann ist diese Gerade horizontal und nicht schräg. Also bei plus unendlich gibt es keine schräge Asymptote. Und bei minus unendlich kann es auch keine geben, weil die Funktion da gar nicht definiert ist. Um klein d zu beantworten, müssen wir zuerst die Ableitung von der Funktion f berechnen. Die haben wir aber schon in klein c berechnet. Da haben wir herausgefunden, dass f' von x gleich zu diesem Bruch ist. Im Nenner können wir noch x ausklammern. So ist diese Ableitung faktorisiert. Und jetzt erstellen wir die entsprechende Zeichentabelle. Der Zähler x² minus Beta², der wird 0 bei minus Beta und bei Beta. Außerhalb von diesen zwei Nullen schreiben wir das Vorzeichen der Vorzahl von x², also plus, und dazwischen entgegengesetzt. X wird 0 bei 0, rechts von dieser 0 ist x streng positiv, und links von dieser 0 ist x streng negativ. Da die Zahl x streng positiv sein muss, brauchen wir diesen rot schraffierten Teil der Tabelle nicht zu berücksichtigen. Wir brauchen nur hier zu arbeiten und aus diesen zwei Zeichenzeilen schließen wir schnell die Zeichen für die Ableitung von f. Da wo f' streng negativ ist, da fällt f. Da, wo f' streng positiv ist, da steigt f. Und f' ist bei Beta 0. Das bedeutet, die Tangente zum Graphen ist horizontal. Und das wiederum bedeutet, dass die Funktion bei Beta ein Minimum erreicht. Während der Studie dieser Funktion f haben wir gesehen, dass wir drei Fälle unterscheiden müssen. Im ersten Fall liegt Beta streng zwischen 0 und 1/2. In diesem Fall schneidet die Grafik der Funktion f die x-Achse in zwei Punkten. Die y-Achse ist vertikale Asymptote und die Funktion f erreicht ein Minimum bei Beta.
Die Koordinate von diesem Minimum ist also Beta, f von Beta. Und f von Beta, das ist ln von 2 Beta. Im zweiten Fall ist Beta gleich ein halbes. Die Grafik der Funktion f schneidet die x-Achse in einem einzigen Punkt. Der hat als Koordinate ein halbes 0. Und dieser Punkt ist auch das Minimum, der Tiefpunkt dieser Funktion f. Die y-Achse ist vertikale Asymptote. Im dritten Fall ist Beta streng größer als ein halbes. Da schneidet die Grafik der Funktion die x-Achse nicht. Die y-Achse ist vertikale Asymptote. Und die Funktion erreicht bei der Zahl Beta ein Minimum. Die Koordinate von diesem Tiefpunkt ist Beta f von Beta, also Beta ln von 2 Beta.